Und die DNA-Analyse? Geben Sie mal. Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Das war kein Herz drin. Ich weiß nicht. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie. Ein Ehepaar wird im eigenen Haus angegriffen. Die Frau stirbt und ihr Mann überlebt schwer verletzt. Wir wissen nicht, was am Tatort passiert ist. Die Ermittler haben kaum Spuren. Sie hatte ein paar Dokumente und Schlüssel in ihrer Hand. Eine stark verweste Frauenleiche wird gefunden. Vom Täter fehlt jede Spur. Das sah nach einem Sexualverbrechen aus, das aus dem Ruder gelaufen war. Es folgt eine ganze Reihe von Morden. Es ist ein Serienkiller. Eine lockere Party nimmt eine schreckliche Wendung. Der Kopf und der Hals wiesen 14 Schnittverletzungen auf. Die Ermittler finden nur einzelne Leichenteile. Im Knochen sind viele Kerben, wie sie eine scharfe Waffe hinterlässt, zum Beispiel eine Machete. Burbank, Kalifornien. Hier, ganz in der Nähe von Los Angeles, befinden sich die berühmten Filmstudios. Doch was an diesem Abend passiert, ist grausame Realität und kein Spielfilm. Welchen Notfall haben Sie? Bitte beeilen Sie sich. Der Anrufer ist Dan Montecalvo. Sie sind angeschossen worden? Ja, und meine Frau auch. Wir sind auf dem Weg. Als die Beamten und die Sanitäter am Tatort eintreffen, finden sie Carol Montecalvo, die Ehefrau des Anrufers, in einer Blutlache auf dem Boden. Ich sah Mrs. Montecalvo halb auf dem Rücken liegend. Mit ihrer rechten Seite lehnte sie an der Wand. Um sie herum war eine Menge Blut, hauptsächlich um den Kopf und das Gesicht herum. Zwei Kugeln haben Carol im Genick getroffen. Sie war sofort tot. Ihr Ehemann Dan wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Auch auf ihn ist geschossen worden. Die Kugel hat ihn in Bauchhöhe getroffen. Die Kugel ging vorne durch seinen Magen und perforierte seinen Darm. Er hatte innere Blutungen. Hätten wir ihn nicht so schnell ins Krankenhaus gebracht, wäre er sicher verblutet. Das Ehepaar hat ursprünglich geplant, am nächsten Morgen in Urlaub zu fliegen. Doch so weit ist es nicht gekommen. Die Koffer waren noch offen. Sie waren augenscheinlich noch nicht fertig mit Packen. Die Ermittler untersuchen den Tatort auf weitere Spuren und mögliche Hinweise. Ich konnte Beweismaterial sicherstellen, wie Fingernagelproben, Haare, Fasern und Pulverspuren an ihrer Hand. Die Kriminalbeamtin Deborah Kitchings dokumentiert penibel alle Gegenstände, die auf oder neben dem Körper des Opfers liegen. Carol Montecalvo hält immer noch einen Umschlag von der Zulassungsstelle ihres Autos in der Hand und einen Schlüssel. Ich fand die Schlüssel in Mrs. Montecalvos rechter Hand. Sie muss danach gegriffen haben, als auf sie geschossen wurde. Kitchings entdeckt außerdem eine leere Geldkassette in einem Aktenschrank. Das Ermittlerteam überprüft daraufhin das gesamte Grundstück des Ehepaars. In der Einfahrt finden sie Zulassungsplaketten. Wir wussten nicht, was sich zugetragen hatte. Wir ermittelten unter der Annahme, dass es ein Einbruch war. Das ist in der Gegend bereits der zweite Mord innerhalb kurzer Zeit. Stört hier ein gefährlicher Serieneinbrecher die friedliche Gemeinschaft? Es gibt nur einen Menschen, der mehr weiß. Und dieser kämpft im Krankenhaus um sein Leben, Dan Montecalvo. Noch kann er nicht vernommen werden. Carol war eine wirklich liebenswürdige Person. Alle, die wir befragt haben und wir haben mit hunderten Leuten gesprochen, hatten nur Gutes zu berichten. Gerichtsmediziner William Sherry untersucht Carols Leichnam, um Hinweise auf den Täter zu finden. Das Opfer ist zweimal getroffen worden. Eine Kugel hat ihren Kiefer durchschlagen, der zweite Schuss ist noch zerstörerischer gewesen. Der Schuss traf den C5-Wirbel, einen Halswirbel und verletzte das Rückenmark.
Der Gerichtsmediziner kann auch die Kugeln aus Carols Körper zuordnen. Sie stammen aus einer Pistole Kaliber 38. Doch ihr Mann ist mit einer Waffe Kaliber 25 verletzt worden. Dan ist inzwischen vernehmungsfähig und erzählt den Ermittlern von seinen Erinnerungen an die Tatnacht. Er und Carol haben kurz vor 23 Uhr noch einen Spaziergang unternommen. Sie kamen vom Spaziergang zurück und Dan beschloss, noch die Zulassungsplaketten ans Auto zu kleben. Er holte die Plaketten und seine Frau Carol sollte einen Lappen bringen, um das Nummernschild abzuwischen. Dan hört plötzlich Schüsse und rennt sofort ins Haus. Dan erzählte uns, sie seien von zwei Einbrechern überrascht worden, die auf sie schossen. Er wurde von hinten gepackt und angeschossen. Dann rannten die Einbrecher davon. Verwundet schleppt sich Dan zu seiner Frau und prüft ihren Puls. Dann schließlich wählt er verzweifelt die Notrufnummer. Dan gibt außerdem an, dass er die Einbrecher relativ gut sehen konnte und liefert den Ermittlern somit einige Hinweise. Seine Beschreibung war: Ich erinnere mich an einen riesigen Schnurrbart und der Typ war sehr groß. Er hörte einen Einbrecher sagen: Lass uns verschwinden. Das heißt, es müssen zwei gewesen sein. Dan gibt weiter an, dass Carol Geld für den Urlaub gespart hat. Es sind ein paar hundert Dollar gewesen, die sie an diesem Abend in die Geldkassette gelegt hat. Als nächstes überprüfen die Ermittler das Privatleben der Montecalvos. Das Paar hat sich kennengelernt, während Dan im Gefängnis eine Haftstrafe wegen Raubes absitzen musste. Sie wurden Brieffreunde und verliebten sich nach einer Weile ineinander. Sie heirateten in der Gefängniskapelle in Indiana. Sie konnte beim Bewährungsausschuss eine vorzeitige Entlassung für ihn bewirken. Nach seiner Entlassung hat Dan für Carol sein Leben umgekrempelt. Er hat einen Job angenommen und ist der Kirche beigetreten. Er versammelte einige Männer aus der Kirche um sich. Und gemeinsam nahmen sie sich all der Leute im Hotel an, welches er führte. 6 Jahre nach der Hochzeit muss Dan seinen Job aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Carol war nun die Alleinverdienerin. Dan und Carols Freunde beschrieben sie als liebevolles Paar. Die Beamten befragen sämtliche Nachbarn in der Hoffnung, dass jemand in der Tatnacht etwas gesehen oder gehört hat. Ergebnislos. Wir haben auch andere Menschen aus der Nachbarschaft befragt, zum Beispiel Leute, die dort zur fraglichen Zeit kontrolliert wurden. Aber ohne Erfolg. Fast 2 Jahre sind inzwischen vergangen und der Fall soll zu den Akten gelegt werden. Da gibt es plötzlich eine überraschende Wendung. Dan Montecalvo beschuldigt die Polizei, sie sei schuld an Carols Tod. Seine Anschuldigung war, dass die Sanitäter nach ihrem Eintreffen nicht sofort ins Haus eilten, um seine Frau zu retten. Tatsächlich hat die Polizei die Sanitäter erst ins Haus gelassen, nachdem sichergestellt war, dass am Tatort keine Bedrohung mehr vorlag. Hat diese Verzögerung Carol Montecalvo das Leben gekostet? Der Gerichtsmediziner widerspricht. Es gab für die Sanitäter überhaupt keine Möglichkeit, die Verletzte zu retten, ohne chirurgisch einzugreifen. Sie hätte eine Operation gebraucht, aber in der Zeit, bis man sie ins Krankenhaus gebracht hätte, wäre sie gestorben. Die Gerichtsmediziner sind sich absolut sicher, selbst wenn die Sanitäter früher bei Carol gewesen wären, hätte sie dennoch nicht überlebt. Aufgrund der Anschuldigungen von Dan Montecalvo müssen die Beamten den Fall wieder aufnehmen und Brian Arnsbigger geht erneut alle Hinweise durch. Ein guter Einbrecher geht rein und sucht sich als erstes eine Handtasche, Bargeld, Schmuck oder ähnliches. Carols Handtasche lag auf der Couch, völlig unberührt, und es ragten Schecks aus der Handtasche. Und das ist nicht das einzig Suspekte. Auf dem Telefon sind keine Blutspuren, obwohl Dan selbst verletzt den Notruf gewählt hat. Außerdem stören sich die Beamten an Carols Bekleidung. Die Temperatur war in dieser Nacht auf 10 Grad gefallen. Es ergibt keinen Sinn, dass sie sich gegen 19.30 Uhr warm angezogen hat, um dann um 23 Uhr nachts nur in Badeschlappen und ohne Pullover spazieren zu gehen.
Die Vermutung drängt sich auf, dass Dan das alles inszeniert hat. Die Beamten beginnen, gegen ihn zu ermitteln. Dan hat in der Zwischenzeit das Haus verkauft und alle Besitztümer in ein Lager gebracht. Die Ermittler bekommen einen Durchsuchungsbefehl für das Lager. Kriminaltechniker Dennis Bradford nahm ein Buch über Howard Hughes in die Hand. Er öffnete es und Achtung, es war innen ausgeschnitten. Den Ermittlern ist klar, in diesem Buch war etwas versteckt. Und die Abdrücke auf der Filzeinlage verraten ihnen auch was. Es handelt sich um zwei Pistolen. Dan hat immer behauptet, er besäße keine Waffen. Doch das Buch beweist das Gegenteil. Er ist nun der Hauptverdächtige im Mordfall an seiner Frau. Die Mitglieder unserer Gemeinde waren völlig schockiert, dass Dan ein Verdächtiger in dem Mordfall war. Dans Freunde sind nach wie vor vom glücklichen Eheleben der Montecalvos überzeugt. Warum sollte ein liebender Ehemann seine Frau ermorden? Es stellt sich heraus, dass Dan trotz Carols finanzieller und emotionaler Unterstützung seine Augen nicht von anderen Frauen lassen konnte. Dan liebte die Frauen. Es gab da diese Restaurantbar Genius in Burbank, wo er gerne hinging. Er ließ 100-Dollar-Noten vor den Kellnerinnen fallen, sodass er in ihre Blusen sehen konnte, wenn sie sich bückten, um das Geld aufzuheben. Je tiefer die Beamten graben, desto mehr dunkle Geheimnisse entdecken sie in Dan Montecalvos Leben. Er schuldete verschiedenen Casinos abertausende Dollar und die wollten, dass er bezahlt. Wir fanden heraus, dass er 7 Stunden vor dem Mord einen Scheck verschickt und 500 Dollar bezahlt hatte. Ist das das Urlaubsgeld, welches im Haus der Montecalvos gestohlen wurde? Und auch eine weitere Tatsache erscheint merkwürdig. Dan hatte ungewöhnlich viele Lebensversicherungen auf Carol abgeschlossen, zusammen so rund 770.000 Dollar. Die Beamten glauben nun, das Motiv für den Mord gefunden zu haben: Geldgier. Jetzt müssen die Ermittler noch beweisen, dass Dan auch im Besitz der Tatwaffe war. Als die Beamten noch einmal die Tatortfotos durchgehen, entdecken sie auf einem Bild ein wichtiges Detail: das Buch über Howard Hughes, das, welches womöglich als Waffenversteck genutzt wurde. Wir haben eines der Bilder vergrößert. So gelang es uns zu beweisen, dass das Buch in der Tatnacht im Bücherregal stand. Es handelt sich um dasselbe Buch, das die Ermittler im Lager gefunden haben. Wahrscheinlich hat Dan darin die Tatwaffen versteckt. Zu Demonstrationszwecken haben wir eine Kaliber 25 Pistole und eine Kaliber 38 Pistole in das Buch gelegt. Beide passten perfekt hinein. Ein wichtiges Indiz, denn so kann Dan mit den Tatwaffen in Verbindung gebracht werden. Er wird verhaftet und beschuldigt, seine Frau umgebracht zu haben. Der Fall geht vor Gericht und Dan erläutert den Tathergang. Während Carol den Koffer für den Urlaub packte, ging sie kurz ins Büro zu der Geldkassette und sah, dass das Urlaubsgeld fehlte. Deshalb geriet sie mit Dan in Streit. Dan hat sie daraufhin im Flur erschossen und wollte alles wie einen Raubüberfall aussehen lassen. Nachdem er Carol ermordet hat, schoss Dan sich selbst in die Hüfte, um seine Tat zu vertuschen. Es ist nicht schwer, sich selbst in die Seite zu schießen. Man muss nur die Hand mit der Waffe etwas drehen, presst sie sich seitlich auf den Körper und drückt ab. Die Stelle hat er sorgfältig ausgewählt. Der Schuss hat keine Folgeschäden hinterlassen. Wie die Autopsie ergeben hat, war das Rückenmark von Carol verletzt. Diese Verletzung hat sie sofort gelähmt. Sie wäre nicht mehr imstande gewesen, etwas zu halten. Und doch fanden die Ermittler Carol mit einem Schlüssel in der Hand. Die Staatsanwaltschaft glaubt, Carol wurden die Schlüssel in die Hand gelegt, nachdem sie getötet wurde. Und nur ein Täter kommt dafür in Frage, ihr Ehemann. Aufgrund der Indizien wird Dan Montecalvo von der Jury für schuldig befunden. Der Richter verurteilt ihn zu 27 Jahren Gefängnis.
Port Salerno an der Küste Floridas. Eine kleine Stadt mit tropischer Anmutung und dunklen Geheimnissen. Eines von ihnen tritt zutage, als eine Frauenleiche gefunden wird. Sie lag mit dem Gesicht nach unten im Kanal. Sie war fast nackt und ihr Oberteil nach oben geschoben. Die Position der Leiche deutete auf ein Sexualdelikt hin. Der Kriminalbeamte Mike Doherty wird zum Fundort gerufen. Mike, wir haben hier eine weiße Frau. Passanten haben sie vorhin entdeckt. Sie hat keine Papiere bei sich und die Leiche ist stark verwest. Es wird schwierig werden, sie zu identifizieren. Wer könnte die Unbekannte sein? Kein Ausweis? Nein, wir konnten keinen finden. Die Ermittler lassen die Leiche für weitere Untersuchungen in die Gerichtsmedizin bringen. Als der Kriminalbeamte Doherty den Autopsiebericht erhält, informiert er sofort das Ermittlerteam. Wir haben den Bericht des Gerichtsmediziners. Die Todesursache lautet Strangulation. Besonders wichtig für die Ermittler, der Autopsiebericht enthält auch einen ersten Hinweis auf die Identität der Toten. Einige Röntgenbilder zeigten gebrochene Knochen in ihrem Gesichtsbereich. Die Brüche sind die Folge früherer Verletzungen. Die Ermittler kontaktieren alle lokalen Ärzte, um herauszufinden, bei wem sich das Opfer behandeln lassen hat. Ein Klinikarzt meldet sich daraufhin. Er reicht die Akte der Frau an die Ermittler weiter. Ich erfasste alle fehlenden Zähne, Füllungen und Zahnprothesen, die uns auffielen. Dr. Williams fertigt so ein Bissschema aus den Angaben in der ärztlichen Akte an. Dann wendet er sich wieder dem Opfer zu. Ich nahm an der Leiche eine forensisch-dentale Untersuchung vor, wobei wir Röntgenaufnahmen und Fotos machten und ein Gebissschema anlegten. Das ergab dann eine Postmortem-Darstellung. Als wir beide Gebissschemata angefertigt hatten, verglich ich die beiden und fand keine wesentlichen Abweichungen. Damit ist das Opfer identifiziert, Jackie Bradley. Einige Bekannte erzählten uns, Jackie hätte einen Streit mit ihrem Freund gehabt und dass sie seitdem nicht mehr gesehen wurde. Das macht den Freund des Opfers zum Verdächtigen. Jackie Bradley trug speziellen Schmuck. Als wir ihrem Freund den Schmuck zeigten, brach er weinend zusammen. Er war völlig schockiert. Er erzählte uns von dem Streit und dass sie danach getrennte Wege gingen. Er hat sich Sorgen um sie gemacht. Er gibt zu, oft mit Jackie gestritten zu haben, aber leugnet vehement, ihr Mörder zu sein. Außerdem hat er ein wasserdichtes Alibi. Wir haben in diesem Fall dann einen Profiler hinzugezogen, weil wir praktisch keine physischen Beweise hatten. Durch ihre Ausbildung können Profiler Vermutungen über den Tathergang anstellen. Dale Hinman ist eine solche Profilerin. Als ich die Berichte las und die Fotos vom Tatort sah, fiel mir sofort auf, dass die Kleidung des Opfers entfernt worden war. Es schien ein Sexualdelikt gewesen zu sein und ich fragte mich, warum der Täter zudem noch den Mord begangen hatte. Merkwürdig war auch der Tatort, eine belebte Wohngegend. Wie kann ein Mord an so einem öffentlichen Platz geschehen? Um den Gedankengang des Täters nachzuvollziehen, besucht die Profilerin Dale Hinman den Tatort. Wir fanden 13 Steine nahe der Leiche. Wir nehmen an, er wollte die Leiche damit beschweren. Erzählen Sie mir etwas über die Umgebung. Das ist eine einfache Wohngegend. Interessant, dass der Täter das Opfer in dieser Gegend zurückgelassen hat. Mit einem Auto hätte er die Leiche weiter in westliche Richtung gebracht, wo die Möglichkeit geringer ist, dass die Leiche entdeckt wird. Kurze Zeit später geschieht ein zweiter Mord, nicht weit vom aktuellen Tatort entfernt. Die Polizeibeamten eilen zum Tatort des zweiten Opfers. Wir erhielten einen Anruf von einer Familie, die bei einem Spaziergang die Überreste einer unbekannten weißen Frau gefunden hat. Der Fundort ist dem ersten sehr ähnlich. Noch während die Ermittler ihre Untersuchungen durchführen, machen sie eine weitere grauenhafte Entdeckung. Nur 100 Meter entfernt liegt ein drittes Opfer. Die Leiche ist stark verwest, ihr Oberteil nach oben gezogen, wie bei den anderen Opfern. Über den Hals? Ja. Drei Opfer im Umkreis von 5 Kilometern. Und alle scheinen nach demselben Muster ermordet worden zu sein.
Mörder lernen aus ihren Erfahrungen. Nachdem er mit dem ersten Mord davongekommen war und merkte, dass er nicht verdächtigt wurde, gab ihm das die Gelegenheit, sich neue Opfer auszusuchen und weitere Verbrechen zu verüben. Die Profilerin will nun die beiden neuen Fundorte begutachten, in der Hoffnung, Hinweise auf den möglichen Täter zu finden. Hier haben wir den Körper des zweiten Opfers gefunden. Sie lag auf dem Rücken. Ihr Oberteil war hochgeschoben. Und ihre Hose und Unterwäsche lagen in der Nähe im Wald. Analog zum ersten Opfer, bei dem der Verdächtige versucht hat, die Leiche mit Steinen zu beschweren, hat er bei diesem versucht, die Leiche zu verbergen, indem er sie mit Gras bedeckte. Wieder versucht der Täter mit nur minimalem Aufwand, das Opfer zu verstecken, um die Identifizierung hinauszuzögern. Offensichtlich handelt es sich um einen Serienkiller. Die Ermittler begeben sich zusammen mit Hinman zum Fundort der dritten Leiche. Achtung, da ist ein Loch. Einer unserer Kollegen ist in das Loch getreten und hat sich schlimm den Knöchel verstaucht. Die Tatsache, dass er zwei Frauen am selben Ort getötet hat, war sehr signifikant. Er beging die Morde in immer kürzeren Abständen. Es war unwahrscheinlich, dass er damit aufhört, bevor er gestoppt würde. Basierend auf dem Autopsiebericht glauben wir, dass die zwei letzten Opfer in derselben Nacht getötet wurden. Ein weiterer Hinweis auf einen Serienkiller. Ein Täter, der sich seine Opfer gezielt aussucht und diese in einem Rauschzustand von sexueller Erregung vergewaltigt und dann ermordet. Der Sexualtäter ist gefährlich und muss schnellstmöglich gefunden werden. Die Tatsache, dass die Taten so nah beieinander verübt wurden, ließ uns darauf schließen, wie zielgerichtet der Mörder vorging und dass er nach weiteren Opfern Ausschau hielt. Bei dem Versuch, eines der Opfer zu verstecken, unterläuft dem Täter aber ein schwerwiegender Fehler. Wir haben einen Führerschein neben der Leiche gefunden. Das Opfer ist die 18 Jahre alte Carrie Ann Corgi. Sie wird seit einer Woche vermisst. Wir fuhren zu Carrie Anns Eltern. Sie erzählten uns, Carrie habe nur kurz ausgehen wollen, aber sie hätten sie seitdem nicht mehr gesehen. Als ich ihr erklärte, dass wir sie gefunden haben, brach die Mutter weinend zusammen. Auch das dritte Opfer ist inzwischen identifiziert, Crystal Wiggins. Wir fanden heraus, dass Carrie Ann in der Nacht das letzte Mal gesehen wurde, in der auch Crystal Wiggins zuletzt gesehen wurde. Auch Crystal Wiggins' Identität wird anhand von zahnärztlichen Unterlagen bestätigt. Doch noch haben die Ermittler keinen Verdächtigen. Dann macht ein Freund von Carrie Ann eine interessante Aussage. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass Carrie Ann zuletzt mit Eugene McWaters gesehen wurde. Auch Crystal Wiggins war wohl zuletzt mit McWaters zusammen. Das war für uns wie ein Wink mit dem Zaunpfahl. Das war vielleicht unser Mann. Er wohnte nur wenige Meter vom ersten Tatort entfernt. Er besaß kein Auto, also konnte er sie nicht an einen anderen Ort bringen. Er stammte aus der Gegend und blieb dort während der gesamten Verbrechensserie. Und er war in der Vergangenheit sexuell gewalttätig. Die Ermittler machen sich sofort auf den Weg zur McWaters Wohnung. Als er uns die Tür öffnete, stützte er sich auf Krücken. Das ließ bei mir sämtliche Alarmglocken läuten. Könnte sich McWaters seinen Knöchel an genau dem Loch verstaucht haben, an dem sich auch der Polizist verletzt hat? McWaters wurde gefragt, wie er sich verletzt hatte, und da erzählte er, er sei mit Freunden Quadfahren gewesen. Die Frage nach welchen Freunden konnte er nicht beantworten, denn er hatte sich ja gar nicht auf diese Art und Weise verletzt. Dann erfand er eine Geschichte von einem Drogendeal, bei dem er angefahren worden sei. Die Ermittler befragten seinen behandelnden Arzt, doch der erklärte, dass seine Verletzung nicht von so einem Unfall herrühren könne. Wir brachten Eugene McWaters ins Präsidium. Das meiste, was er uns erzählte, waren Lügen oder Ungereimtheiten. Jedes Mal, wenn wir ihn erneut fragten, war seine Aussage wieder anders. Vieles ist unklar, doch eines ist sicher. McWaters lügt. Als er sich im weiteren Verlauf des Verhörs entscheidet, nicht weiter auszusagen, entwickeln die Beamten eine neue Strategie.
Sie staffieren einen Raum mit Bildern vom Tatort aus und lassen McWaters allein in diesem Zimmer und beobachten, wie er sich verhält. Wenn man glaubt, oh mein Gott, die wissen alles, die wissen, dass ich es war, dann konzentriert man sich sehr genau auf alles in diesem Raum. Eugene McWaters ist wie hypnotisiert. Der Plan scheint zu funktionieren. Schließlich beginnt er zu reden. Und dann? Ich habe sie ins Wasser getaucht. Ins Wasser? Ja, und ich habe sie dann wieder rausgeholt. Okay, wo ist das passiert? Auf dem Pfad. Auf dem Pfad, auf dem Hauptweg? Haben Sie sie nach dem Sex getötet? Ja. McWaters gesteht die Morde an den drei Frauen und wird zum Tode verurteilt. Ein lauer Sommerabend in den Bergen hinter Los Angeles. Ein Auto fährt den Highway entlang. Der Fahrer weiß nicht, dass ihn jemand beobachtet. Das amerikanische Forstamt überwachte mit Unterstützung der Spezialeinheiten der Army ein Marihuana-Feld, das am Hang unterhalb eines Feldweges lag. Das Observierungsteam glaubt, dass sich in den Tüten, die der Fahrer am Straßenrand hinterlässt, Düngemittel für die Farm befindet. Als niemand kommt, um die Lieferung abzuholen, beschließen die Förster, die Tüten vorsichtig zu untersuchen. Ein Forstbeamter kroch zu den Plastikbeuteln und stocherte vorsichtig mit einem Ast ein Loch in eine Tüte. Es sollte aussehen wie die Spuren eines Tieres. Für den Fall, dass die Beutel doch noch abgeholt würden, sollte es nicht so aussehen, als habe sie jemand untersucht. Er entdeckte ein menschliches Ohr. Sofort ruft der Förster die Polizei. Am Fundort trifft sich ein Ermittlerteam, bestehend aus Joyce Cato, John Greenwood und John Jones. Sie begutachten den Fundort. Die Polizisten zeigten mir die Plastiktüten. Mit meiner Kamera bin ich dann weiter den Hang hinunter. Ich machte Fotos und suchte in der direkten Umgebung nach weiteren Hinweisen. Am Tatort hat man nur einen Versuch. Sobald wir abziehen, verändern Wind und Regen alles. Wir dokumentierten alles, was später relevant sein könnte. Wir fotografierten Fußabdrücke und Reifenspuren. Man hat nur diesen einen Versuch am Tatort, also muss man alle Beweise finden. Die Ermittler sprechen mit dem Observierungsteam. Ergebnislos. Sie konnten uns nur sagen, dass es ein Auto mit lautem Auspuff war. Keine Beschreibung der Rücklichter, nicht die Farbe des Autos, nicht wie viele Leute es waren. Nichts. Die einzigen Spuren verbergen sich in den Plastiktüten. Ich seilte mich ab und sammelte die Tüten auf. Sie waren ziemlich schwer. John und die anderen halfen mir, die Leichenteile nach oben zu schaffen. In der Rechtsmedizin untersucht ein Kriminaltechniker die Tüten, in der Hoffnung, daran Spuren des Täters zu finden. Lloyd brachte die Beutel in das Labor. Er untersuchte das Material vorsichtig auf jedwede Spuren und archivierte alles, was er fand. Der Inhalt der Plastiktüten ist schockierend. Es war der Kopf eines jungen, weißen Mannes. Seine Haare waren zu einem Zopf gebunden. Er hatte dunkle Augen und einen Spitzbart. In der anderen Tüte befinden sich Teile der Beine des Opfers. Sie wurden direkt unterhalb des Knies abgetrennt. Keine anderen Körperteile, keine weiteren Identifikationsmerkmale. Wir hatten einen John Doe. Die Kriminaltechniker haben schon viel gesehen, doch dieser Fall übertrifft alles. Warum wurde die Leiche zerstückelt? Die Techniker sichern so viele Beweise, wie sie können. Ich habe von verschiedenen Stellen am Kopf Haare entnommen und in einen Umschlag gesteckt. Augenbrauen, Wimpern sowie Bart- und Schnurrbarthaare.
Die Haarwurzeln des Opfers weisen Spuren von Gift auf. Der Drogentest zeigt, ob das Opfer Drogen oder Alkohol konsumiert hat. Wir fanden Crystal Meth und Nikotin. Es könnte also sein, dass er eine Party gefeiert hat. Wichtige Leichenteile fehlen jedoch. Die Hände oder der Kopf sind wichtige Erkennungsmerkmale. Der Täter will offensichtlich die Identifikation der Leiche verhindern oder zumindest deutlich erschweren. Der Grund ist wahrscheinlich, dass diese Spur direkt zum Mörder führt. Noch können die Ermittler nur Mutmaßungen anstellen. Die Leichenteile wurden dann dem Gerichtsmediziner zur Autopsie übergeben, soweit das eben ging. Obwohl nur einzelne Leichenteile vorhanden sind und ein Großteil des Körpers fehlt, kann der Gerichtsmediziner viele Rückschlüsse ziehen, die den Ermittlern helfen können. Das Opfer hatte einige Stichwunden und Anzeichen für stumpfe Gewalteinwirkung. Blaue Flecken und der Kiefer war gebrochen. Der Kopf und der Hals wiesen 14 Schnittverletzungen auf. An einigen Stellen zeigt die Leiche Blutungen, aber nicht an allen. Diese Wunden wurden dem Opfer erst nach dem Tod zugefügt. Wenn jemandem Verletzungen zugefügt werden, solange er noch lebt, entstehen Hämatome und Rötungen. Aber die Ränder der Wunden weisen keine dieser Zeichen auf. Dr. Rogers kann nachweisen, dass der Mann an einem Schlag durch einen unbekannten Gegenstand gestorben ist. Danach erst wurde die Leiche zerstückelt. Und das ist nicht einfach. Bei einer Enthauptung wird gewöhnlicherweise der Halswirbelbereich durchtrennt, ungefähr in der Mitte des Halses. Das ist eine sehr komplexe anatomische Stelle. Es ist sehr schwer, jemanden zu enthaupten, ohne vorher die Wirbel an dieser Stelle zu markieren. Danach sieht sich der Gerichtsmediziner auch die Beine der Leiche genauer an. Die Beine wurden im Bereich des Kniegelenks durchtrennt. Nicht chirurgisch präzise, aber es wurde versucht, durch das Gelenk zu schneiden. Dr. Rogers untersucht zuerst die Schnittspuren am linken Bein. Das könnte eine Säge oder etwas Ähnliches gewesen sein. Die Spuren am rechten Bein sehen dagegen ganz anders aus. Hier wurde wohl gehackt. Im Knochen sind viele Kerben, wie sie eine scharfe Waffe hinterlässt, zum Beispiel eine Machete. Hat der Mörder zwei Werkzeuge benutzt oder waren es zwei Täter, die zusammengearbeitet haben? Für die Ermittler gibt es nur eine Möglichkeit herauszufinden, was geschehen ist. Wenn wir herausfinden, wer das war, kann er uns zu den Verdächtigen führen. Die Ermittler der Mordkommission kontaktierten mich. Ich sollte eine Zeichnung anfertigen, basierend auf den Fotos des Gerichtsmediziners vom Kopf des Opfers. Enslow sucht am Schädel markante optische Eigenschaften. Wie sieht diese Person von vorne aus und wie im Profil? Hat sie einen Haarschnitt, der unüblich ist? In unserem Fall hatte das Opfer an der Seite sehr kurze Haare und im Nacken einen Zopf. Strich für Strich gibt Enslow dem Unbekannten ein Gesicht. Durch die Verwesung verändert sich das Aussehen einer Person völlig. Aber die grundlegende Gesichtsstruktur ist immer noch erhalten. Als die Zeichnungen fertig sind, veröffentlichen die Ermittler ein Fahndungsplakat mit dem Gesicht. Wir brachten die Zeichnung in die Medien und bekamen sofort viele Rückmeldungen. Viele Leute riefen an und sagten, das wäre ihr vermisstes Kind, ihr vermisster Sohn. Wir gingen vielen Hinweisen nach, die uns aber nicht zum Opfer führten. Es werden so viele Menschen vermisst. 10 Tage nach dem Fund der Leichenteile gerät die Ermittlung ins Stocken. Es gibt keine Verdächtigen, kein Motiv und noch immer keinen Namen zum Opfer. Die Zeit drängt. Doch dann meldet sich ein Mädchen namens Lisa bei der Polizei. Sie hat angeblich die ganze Tat beobachtet und weiß, wer die Täter sind. Sofort vernehmen die Beamten das Mädchen. Wir haben sie während der Befragung aufgenommen. Warum hat sie nicht sofort nach der Tat ausgesagt? Lisa wollte nicht in den Fall verwickelt werden. Sie hatte Angst um ihr Leben. Doch jetzt will sie aussagen. Sie erzählt, dass sie mit zwei alten Freunden, Scott Taylor und Ed Contreras, zu einer Grillparty fuhr.
Ihre zwei Freunde waren bekannt für ihren Drogenkonsum und ihren Hang zum gefährlichen Abenteuer. Auf dem Weg dorthin wollten die beiden noch einen jungen Mann abholen. Sie fragte Scott, wer ist dieser Typ? Das war das Opfer. Scott sagte, ein Idiot, wir rauben ihn aus, er hat eine Menge Geld. Lisa glaubte zunächst, es handle sich um einen bösen Scherz. Am Haus angekommen, entwickelte sich die Party zunächst harmlos, bis die Stimmung schließlich kippte und aus dem angekündigten Ausrauben ein Massaker wurde. Scott und Ed sind aufgesprungen. Sie hatten diese lange alte Machete und haben ihn damit auf den Kopf geschlagen. Wer? Scott. Auf den Kopf? Ja. Hast du Blut gesehen? Ja, viel Blut. Sie schrien mich an, geh in das Haus, da bin ich reingerannt. Doch auch aus dem Haus musste sie noch mit ansehen, was draußen vor sich ging. Die unter Drogen stehenden Jungs schlugen ununterbrochen auf das Opfer ein. Ein Kampf, Schläge. Sie hörte eine Motorsäge. Völlig verzweifelt rief Lisa ihre Eltern an, konnte sie aber nicht erreichen. Sie versuchte es bei einer Freundin, die zum Glück Lisas Mutter informierte. Ihre Mutter hat in dem Haus angerufen und den Verdächtigen gesagt, sie müsse jetzt sofort ihre Tochter abholen. Was dann passierte, widerspricht jeglicher Logik. Die Täter gaben der Mutter tatsächlich eine Wegbeschreibung. Es klingt unglaublich, doch der Mutter gelang es, ihre Tochter aus dem Haus der Mörder zu retten. Lisa steht unter Schock und fürchtet um ihr Leben. Lisa kann ohne jeglichen Zweifel bezeugen, dass Scott Taylor und Ed Contreras die Täter sind. Beide sind vorbestraft wegen Drogenhandels und kleineren Delikten. Allerdings kennt Lisa die Identität des Opfers nicht. Dafür kann sie den Ermittlern jedoch genau beschreiben, wo der Mord stattgefunden hat. Sie erinnert sich an die Adresse des Hauses. Sie führte uns direkt zum Haus. Das Anwesen scheint leer und verlassen. Die Beamten durchsuchen das gesamte Haus und das Grundstück genauestens. Wir suchten nach Sägen, Beilen, Äxten, Macheten, nach irgendwelchen Schneidewerkzeugen. Sie finden eine Sägekette. Das erhärtete Lisas Aussage, vor der Zerstückelung des Körpers eine Kettensäge gehört zu haben. Doch die Sägekette wurde gereinigt. Und auch sonst können die Ermittler keine Blutspuren feststellen. Das ganze Haus wurde gesäubert. Doch die Ermittler geben nicht auf. In der Hitze zersetzt sich Blut sehr schnell. Also brauchten wir irgendetwas, worin sich die DNA erhalten hatte. Die Ermittler werden fündig. An einer sonnengeschützten Stelle finden sie Blutspuren, die Täter bei ihrer Reinigung übersehen haben. Unter dem Dachvorsprung waren Blutspritzer. Und nicht nur dort. Auch auf dem Stromzähler befand sich ein großer Spritzer. Wie sich herausstellte, hatte das Opfer eine äußerst seltene Blutgruppe. Durch die DNA erhält man Annäherungswerte, keine genauen Treffer, keine Namen. Die DNA-Proben aus dem Haus werden mit denen des Opfers verglichen. Die Trefferquote fällt erstaunlich hoch aus. 7 Milliarden zu 1. Es gibt keine 7 Milliarden weiße Männer auf der Erde. Besser kann es nicht ausfallen. Jetzt wissen die Ermittler, wie und wo das Opfer ermordet wurde. Aber immer noch nicht, wer der Mann ist. Und warum er so grausam getötet wurde. Diese Frage können nur die Täter beantworten. Ein Tipp führt die Beamten schließlich zu Scott Taylor. Bei der Befragung im Präsidium packt er aus. Er gab an, dass sie versucht hatten, ein Grab im Garten auszuheben, aber der Boden war zu hart. Deshalb entschieden sie sich dazu, die Leiche zu zerstückeln und die Überreste zu verstreuen. Die Täter Taylor und Contreras nehmen die zerstückelte Leiche und bringen sie in die Berge. Das Bizarre an der Geschichte ist, dass sie sich genau den Ort aussuchten, den die US-Armee als mögliche Marihuana-Plantage überwachte. Während des Verhörs gibt Taylor endlich den Namen des Opfers preis. Freddie Walker, erst 19 Jahre alt.
Ein Gebissvergleich bringt schließlich Gewissheit, dass es tatsächlich das Opfer ist. Wir kannten das Opfer und wir hatten die Person, die angab, ihn getötet zu haben. Wir konnten nun die Schwester des Opfers informieren. Michelle Dresser hat schon seit Wochen nichts mehr von ihrem Bruder gehört. Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Irgendetwas sagte mir, dass er tot ist. Michelle wird diesen Tag nie vergessen. Mein Ehemann sagte mir, dass ich zur Polizeiwache kommen sollte. Ich wusste sofort, es geht um Freddy. Und es gibt noch eine schockierende Erkenntnis. Als ich Scott Taylor erkannte, brach es mir das Herz. Denn sie waren sehr gute Freunde, als sie jünger waren. Fred und Scott spielten in den Canyons, fuhren Fahrrad und sie gingen zusammen in die Schule. Die Polizisten drängen Scott, über seinen Freund und Komplizen Ed Contreras auszusagen. Dann sagte er, ja, er war's. Ed Contreras und Scott Taylor werden beide des Mordes angeklagt. Contreras verweigert die Aussage. Scott behauptet, ein Streit sei eskaliert. Er beteuerte, dass der Tod ein Unfall war. Damit gab er quasi einen Totschlag zu, aber keinen vorsätzlichen Mord. Um eine Verurteilung als Mörder zu erreichen, muss die Staatsanwaltschaft aber beweisen, dass die Täter vorsätzlich gehandelt haben. Die Blutspritzer, die unter dem Dachvorsprung und weiter oben am Haus gefunden wurden, passten zur Verwendung einer Kettensäge oder Machete, wobei Blut hochgeschleudert wird. Dazu kommt die Aussage der Kronzeugin Lisa. Sie erzählt von dem Vorsatz der Jungs, das Opfer auszurauben. Lisas Aussage war während des Verfahrens der wohl überzeugendste Beweis. Und sie sagt über den Tathergang aus. Die Aussage des Gerichtsmediziners stärkt Lisas Glaubwürdigkeit. Wenn der Gerichtsmediziner alles, was die Augenzeugin gesehen hat und bezeugen kann, systematisch mit Beweisen belegt, dann verstärkt das ihre Aussage und die Geschworenen glauben ihr. Solche Beweise sind unanfechtbar. Doch welches Motiv steckt hinter der grauenvollen Tat? Es ging um Geld. Freddy Walker hatte es von seinem Großvater erhalten. Die Schwester des Opfers fand heraus, dass Freddy ungefähr $635 bei sich hatte. Die Angeklagten gingen damit auf eine 3- oder 4-tägige Sauftour. Für Taylor und Contreras gibt es keinen Ausweg. Die Geschworenen erklären die beiden des Mordes an Freddy Walker für schuldig. Beide wurden zu lebenslanger Haft ohne Chance auf Bewährung verurteilt. Bei der Urteilsverkündung stellt Freddys Schwester Taylor die Frage, ob er sich entschuldigen kann für den grauenhaften Mord. Obwohl die Täter das Gefängnis nie wieder verlassen werden, fürchtet Lisa noch immer um ihre Sicherheit. Ihre wahre Identität wurde in diesem Film verschwiegen.